Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute in einer Minute erklären, wie ihr euren Spotify-Account kündigen könnt. Wenn euch das gefällt, dann würde ich mich übrigens wahnsinnig freuen, wenn ihr mich mit einem Abo unterstützt. Und wir legen auch gleich los. Die Kündigungsfrist ist 2 Wochen vor Monatsende. Das heißt, ihr wählt euch dann jetzt in euren Account ein, klickt dann auf Konto, scrollt etwas runter und dort dann auf den Button Abo ändern klicken. Auch dann müsst ihr wieder etwas weiter runterscrollen, bis ihr zu dem Punkt Spotify Free kommt. Und da könnt ihr euren Premium-Account dann kündigen. Das heißt, ihr klickt dort einmal drauf und danach werdet ihr dann noch gefragt, ob ihr auch wirklich kündigen wollt. Ihr könnt es euch jetzt noch einmal überlegen. Und wenn ihr kündigen wollt, bestätigt ihr das natürlich. Und dann wird der Spotify-Account, der Premium-Account, zum nächstmöglichen Termin gekündigt. Bis zur Kündigung könnt ihr natürlich das Premium-Paket noch weiter benutzen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und auch weitergeholfen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert auch gerne meinen YouTube-Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!